Der Krieg der Kompakt-Bottler-Götter geht in die nächste Runde. Der jüngste Anwärter auf den Leistungsthron ist nun der geliftete und auf 400 PS erstarkte Audi RS3 Sportback. Ja, das klingt ein bisschen verrückt. Und das ist es auch. Den Motor kennen wir bereits. Bei ihm handelt es sich um den 2,5 Liter 5-Zylinder Turbobenziner aus dem TT RS. Er mobilisiert neben den 400 PS auch noch 480 Newtonmeter Drehmoment. Das sind 33 PS und 15 Newtonmeter mehr als bislang im RS3 untergebracht waren. Wie vor dem Facelift geht die Kraft über eine 7-Gang-Doppelkupplung an alle vier Räder. Eine elektrohydraulische Lamellenkupplung verteilt dabei die gewaltigen Mengen variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Von 0 auf Tempo 100 geht es in 4,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h begrenzt. Zu langsam für Sie? Gegen Aufpreis hebt Audi die Sperre auf 280 km/h an. Optisch tut sich beim RS3 Facelift eher wenig. Als Kenner und Fan kann man schon einmal den geänderten Single-Frame-Grill sowie das Blade in der Frontschütze als neu enttarnen. Sonst bleibt alles, wie es vorher schon war. LED-Scheinwerfer sind beim RS3 Sportback jetzt Serie. Genau wie 19 Zöller mit 235er Reifen. Auch in den RS3 Sportback hält nun das 12,3 Zoll große Audi Virtual Cockpit Einzug. Hier mit RS-spezifischen Funktionen wie einer Ladedruckanzeige, einem Ölthermometer und einem Laptimer. Darüber hinaus rückt ein spezieller RS-Screen den Drehzahlmesser groß in die Mitte. Das unten abgeflachte Sportlenkrad hat die Alcantara-Einsätze nun nicht mehr an den völlig falschen Stellen. Serienmäßig ist der RS3 Sportback mit Sportsätzen ausgestattet. Die noch stärker konturierten RS-Sportsitze mit integrierter Kopfstütze kosten Aufpreis. Der Marktstart ist für August vorgesehen. Der Basispreis liegt bei 54.600 Euro.